Hallo Anime-Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Anime-Ecke. Ich habe euch schon die 5 Fakten über Black Star vorgestellt. Doch sein Vater, White Star, hat auch ein paar interessante Sachen, die ihr bestimmt nicht gewusst habt. Hiermit präsentiere ich euch 5 Fakten über den Vater von Black Star namens White Star. Legen wir los. Nummer 5. Der Sternenclan und White Star selbst waren dafür berühmt, alles für Geld zu machen und unschuldige Leute zu töten. White Star jedoch raubte auch die Seelen der Menschen, damit er den Pfad des Dämonen abschließt. Laut dem Manga und Anime können nur die Dämonenwaffen die Seelen der Menschen rauben. Wenn man sich das alles anschaut und vergleicht, kann man annehmen, dass White Star so eine Art Menschenesser oder auch Kannibale ist. Nummer 4. Da der Sternenclan für seine Brutalität bekannt war, griffen sie unter anderem auch mehrere Dörfer an. Eines war das Nadeldorf in Ostasien. Da da auch Sternenclan seine Klauen gab, was auch erklärt, warum die Dorfbewohner so negativ auf Black Star reagieren, wenn sie sein Sternsymbol auf dem Arm sehen. Denn das Sternsymbol steht auch für den Sternenclan. Der Sternenclan an sich wurde laut dem Manga von der Akademie gejagt und vernichtet. Jedoch in dem Anime wird White Star nicht von der Akademie, sondern von Mifune getötet. Nummer 3. Laut dem Soul Eater Not Manga war White Star ein Experte in Mixed Martial Arts Kampfkunst. Bei seinem Duell gegen Mifune verbindete er sogar seine eigenen Kampffähigkeiten mit dem Mixed Martial Arts. Da White Star auch extrem schnell und stark war, zählte Mifune White Star als einen der ehrenwürdigsten Gegner überhaupt, den er je bekämpfen konnte. Nummer 2. White Star wird in der englischen Synchro von Troy Baker gesprochen. Troy Baker ist selbst für verschiedene Sprecherrollen sehr berühmt, unter anderem in Animes, Videospielen etc. Was ihr aber nicht wusstet, dass er noch einen Charakter in Soul Eater spricht, und zwar den Excalibur. Ihr wisst schon, der Kerl in Weiß und so. Nummer 1. Obwohl White Star und sein Clan sehr befürchtet war, hatte White Star jedoch eine große Schwäche. Da White Star den Pfad des Dämonen genommen hat, konnte er sich keine Niederlagen leisten und er war immer auf Siege und Erfolge konzentriert. Jedoch sagte Mifune einmal, dass White Star sofort Angst und Panikattacken bekommt, wenn er gegen einen Gegner kämpft, der White Star töten könnte. Ja, und das waren die kurzen 5 Fakten über White Star. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, abonniert mich für weitere Folgen, kommentiert mit euren Meinungen und gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das würde mir sehr helfen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Haut rein!